WDR Zeitzeichen. Stichtag heute. 5. März 1953. Der Todestag des sowjetischen Politikers Josef Stalin. Die Nachricht über seinen Tod trifft die Sowjetbürger wie ein Schock. 5. Marta 1953 года, после тяжелой болезни, am 5. März ist nach schwerer Krankheit der Vorsitzende des Ministerrates der Sowjetunion und der erste Sekretär der Kommunistischen Partei, Josef Vissarionowitsch Stalin, gestorben. Es war eine allgemeine tiefe Trauer. Ich erinnere mich, in der Schule wurde der Unterricht unterbrochen. Wir alle weinten, als hätten wir den engsten Menschen verloren. Die Lehrerin weinte, wir Kinder schluchzten und beruhigten uns gar nicht mehr. Wir wurden nach Hause geschickt. Es war ein allgemeines Stöhnen und Seufzen. Väterchen Stalin ist tot. Verzweiflung, ungläubiges Entsetzen. Selbst in den Lagern, in denen die von ihm Verbannten sitzen, weinen die Häftlinge. Der Woscht, der Führer, hat seine Kinder verlassen. Die Sowjetunion trauert. Die Orden und Medaillen, die Verdienste des großen Genossen Stalin vor den Völkern der Sowjetunion. In tiefer Trauer zieht das Volk am Sarg vorbei. Tausende von Blumen spiegeln die Liebe zum Führer wider. Die Stadt war wie tot. In den Fabriken wurde aufgehört zu arbeiten. Als sich zu seiner Beerdigung Millionen von Menschen in den Straßen drängten, kam es zur Panik. Die Kanaldeckel wurden geöffnet, absichtlich. Viele stürzten hinein, damit die Menge abfließt. So ging man mit den Menschen um. Es gab viele, viele Tote. Es war eine entsetzliche Verzweiflung, die das Volk erfasste. Und dies nicht nur in Moskau, sondern überall. Der Sarg mit dem Leichnam Stalins wird im Säulensaal in Moskau aufgebahrt. Eine unendliche Reihe von Trauernden zieht vorbei. Wie viele bei den Beisetzungsfeierlichkeiten ums Leben kommen, zerdrückt oder niedergetrampelt werden, wird nie genau mitgeteilt. Auch noch im Tod fordert der Diktator seine Opfer. Der Name Stalin steht für Massenterror, für Straflager, Zwangskollektivierung. Millionen unschuldiger Männer, Frauen und Kinder werden willkürlich verhaftet, gefoltert, hingerichtet, deportiert nach Sibirien, eingesperrt in Gefängnissen, in Straf- und Arbeitslagern. Bis zur Perestroika waren die Informationen minimal. Die meisten einfachen Leute glaubten, dass Stalin von den Verbrechen nichts gewusst hat, dass er sie nicht persönlich angeordnet hat. Sie hielten ihn für nicht schuldig. So die Philologin Mila Dikova. Mit richtigem Namen heißt Stalin Josef Vissarionowitsch Djugaschwili. Geboren am 18. Dezember 1878 in der Kaukasusrepublik Georgien in der Stadt Gori. Sein Vater, ein Schuster, prügelte ihn fast täglich. Vielleicht kommt daher die Härte und Brutalität, die Lust an der Vernichtung anderer. Kurze Zeit ist der Schüler eines Priesterseminars, tritt dann als junger Mann revolutionären Zirkeln in Georgien bei, arbeitet unter dem Decknamen Cobra, ist von Lenin und seinen Ideen begeistert. Zu Lenin hatte er eine sehr gute Beziehung. Dafür gibt es viele Beweise. Sie waren sehr eng befreundet. Auf diesem Dokument zur Nationalitätenfrage ist zu erkennen, dass er zum ersten Mal mit Stalin unterschrieben hat. Stalin, der Stählerne. So die Führerin des Stalin-Museums in Gori. In Wirklichkeit aber distanziert sich Lenin am Ende seines Lebens von Stalin. So warnt Lenin kurz vor seinem Tod die Genossen vor der Brutalität des Georgiers, doch vergeblich. Besonders in Georgien lebt der Mythos Stalin weiter. Jewgeni Jakowlewitsch Djugaschwili ist einer der 5 Enkel Stalins. Er wohnt in einem Plattenbau in der georgischen Hauptstadt Tiflis. Mittlerweile ist er auch schon über 70 Jahre alt. Seinem Großvater, dessen Verbrechen er bis heute leugnet, ist er wie aus dem Gesicht geschnitten. Ich denke, für mich ist ganz klar, Stalin war ein großartiger Staatsmann, ein Held. Dieses Russland wurde von Trotzkisten erobert, eine schreckliche Bande, die alle Russen umbringen wollte.
Für mich ist es ein Rätsel, wie Stalin ein Mann alleine es geschafft hat, sie alle zu besiegen. Mehr als ein Vierteljahrhundert lang steht Stalin an der Spitze des Sowjetstaates. 1922 übernimmt er das Amt des Generalsekretärs. Bis 1929 hat er jegliche Opposition beseitigt. Die Kommunistische Partei ist sein Machtinstrument. Mithilfe des Geheimdienstes bestimmt und kontrolliert sie alles. In seinem Buch Archipel Gulag beschreibt Alexander Solschenizyn die nächtlichen Festnahmen, den gezielten Terror gegen Künstler und Kaufleute, gegen Beamte und Ärzte, gegen die eigene Partei. Seine ehemaligen Kampfgefährten Sinowjew und Kamenjew lässt Stalin genauso ermorden wie Trotzki oder auch Bucharin. Einfache Parteigenossen werden nachts aus dem Bett geholt, in dem berüchtigten KGB-Gefängnis Lubjanka gefoltert, nach Sibirien verbannt oder gleich erschossen. Die Jahre des großen Terrors, sie hören nicht auf. Die Menschen zittern vor Stalin und lieben ihn abgöttisch. Ein gewaltiger Propagandaapparat macht ihn zu einem Halbgott. Der Personenkult kennt keine Grenzen. Stalin errichtet einen Sozialismus, der auf Terror und die Allmacht des Staates aufgebaut ist. Der Einzelne ist nichts, die UdSSR, der Staat alles. 1929 erlässt Stalin den ersten Fünfjahresplan. Durch eine Revolution von oben soll die Produktion in Industrie und Landwirtschaft massiv gesteigert werden. Die Zwangskollektivierung der Bauernschaft aber ist nicht nur eine der brutalsten, sondern auch der folgenschwersten Fehlentscheidungen des Diktators. Sie führt zu einer schrecklichen Hungersnot. Ich erinnere mich, die allerschlimmste Zeit war zwischen 1941 und 1951. Die Leute hungerten, wurden terrorisiert. Die Mehrheit der Menschen heute weiß darüber nichts. Sie haben ein ganz anderes Bild von dieser Zeit damals. So der Historiker Roy Medvedev. Aus einem rückständigen Agrarland wird dennoch eine Industrienation mit jährlichen Wachstumsraten um die 10%. Die Korruption, eines der großen Probleme Russlands, verschwindet weitgehend. Die Staatsmacht wird straff organisiert. Mit harter Hand fordert Stalin Disziplin und Gehorsam. Die Sowjetunion wird zu einer politischen, wirtschaftlichen und militärischen Weltmacht. Von Moskau aus beherrscht Stalin den Kaukasus, die Ukraine, die zentralasiatischen Republiken Usbekistan, Kasachstan und Turkmenistan. Stalin macht die UdSSR zum größten Flächenstaat der Erde. Der Rubel ist überall die Währung, Russisch ist die erste Amtssprache, ob in Armenien, Georgien oder Aserbaidschan. Nationalitätenkonflikte werden nicht zugelassen. Nach dem Krieg verleibt sich Stalin dann noch mit Gewalt die baltischen Staaten ein. Die UdSSR ist jetzt eine Kolonialmacht, die ganze Völker unterdrückt. Bei Stalin aber hört sich das so an. Unsere Partei, unser Land braucht Vertraute. Und es wird immer das Vertrauen, den Beistand und die Unterstützung der befreundeten Völker brauchen. Es leben unsere brüderlichen Parteien. Es lebe der Friede zwischen den Völkern. Die einzelnen Staaten der UdSSR werden zu gehorsamen Vasallen des Kreml, dirigiert aus Moskau, kontrolliert vom Geheimdienst. Mit seinen öffentlichen Auftritten kann Stalin, obwohl er mit georgischem Akzent spricht, die Massen fesseln. Dabei sind seine Reden schlicht, seine Botschaft ist einfach. Man muss tapfer und mutig im Kampf sein, schonungslos gegenüber seinen Feinden. Jeglichen Anflug von Angst muss man überwinden. Und man muss in seinen Entscheidungen weise sein, mutig und geduldig, so wie Lenin. Stalin baut das Heer, die Luftwaffe, die Seestreitkräfte der UdSSR auf. Die Rüstung wird zu einer gewaltigen Industrie. Die Sowjetunion verfügt über Wasserstoff und Atombomben. Aber der Diktator fördert auch Ballett und Oper. Denn auch die Kunst hat dem höheren Ziel, dem Aufbau der UdSSR zu dienen. Wer dem nicht entspricht, verschwindet plötzlich nach Sibirien, wird zum Volksfeind erklärt. Genossen, Landsleute, der große Tag des Sieges über Deutschland ist gekommen. Das faschistische Deutschland ist von der Roten Armee in die Knie gezwungen worden. Es lebe unsere heldenhafte Rote Armee. Es lebe unser großes Volk, unser Siegervolk. 1945, Stalin besiegt Hitler.
Der eine Führer triumphiert über den anderen. Aber lange vor Kriegsbeginn, Ende der 30er Jahre, lässt Stalin die Elite der Sowjetarmee systematisch vernichten. Tausende Offiziere werden getötet. Als Folge ist die Sowjetunion schutzlos dem Angriff der deutschen Wehrmacht ausgeliefert. Die Niederlagen von 1941 und 1942 zeigen dies. Doch dann, 1943, der Sieg von Stalingrad. Fortan heißt es, Stalin hat die Sowjetunion vom Faschismus befreit. Noch einmal der Historiker Roy Medvedev. Die Mehrheit der professionellen Historiker ist Stalin gegenüber heute negativ eingestellt, auch hinsichtlich seiner Rolle als General. Aber er wird nicht heftig kritisiert, denn ein Sprichwort besagt, einen Sieger, den verurteilt man nicht. In den letzten Jahren werden überall auf Demonstrationen in Russland, Weißrussland oder der Ukraine wieder Stalin-Porträts hochgehalten. Stolz tragen alte Mütterchen das Bildnis des Diktators vor sich her. Roy Medvedev? Von einer Neubewertung der Rolle Stalins kann man heute nicht sprechen. Putin hat sich zum Thema mehrmals geäußert, war dabei aber äußerst vorsichtig. Er sagte zwar, Stalin war zwar ein Despot, ein Diktator, aber unter Stalin kam es zum großen vaterländischen Krieg, den die Sowjetunion gewann. Und dies mache eine Bewertung schwierig. Das war alles. Eine weitere Säuberung erfasst zu Beginn der 50er Jahre das Land. Stalin fühlt sich ständig verfolgt, sieht überall Feinde, wird immer paranoider. In den letzten Monaten seines Lebens hat er nicht mal seinen Ärzten getraut. Ein Offizier musste Medikamente in einer Dorfapotheke kaufen, wo niemand ahnen konnte, für wen sie bestimmt waren. Und zu Beginn des Jahres 1953 wurden viele seiner Leibärzte verhaftet. Erinnert sich Pjotr Losgatschow, der stellvertretende Kommandant der Wachmannschaft. Was zur Folge hat, dass auch kein Arzt in der Nähe ist, als Stalin in der Nacht zum 1. März 1953 auf seiner Datscha einen Schlaganfall erleidet. Am Vorabend lädt er, wie so oft, Regierungsmitglieder zu einem nächtlichen Abendessen. Es wird gefeiert und getrunken. Dann, am nächsten Tag, ist kein Ton aus seinem Schlafzimmer zu hören. Die Wachmannschaft wagt sich nicht in sein Zimmer. Erst 12 Stunden später, am Abend, traut sich ein Leibwächter, die Tür zu öffnen. Stalin liegt halb bewusstlos auf dem Boden. Geheimdienstchef Lavrenti Beria wird informiert. Der Diktator hat die Augen geöffnet, kann aber nicht sprechen, sich nicht bewegen. Unter den Mitgliedern des Politbüros herrscht Chaos und Ratlosigkeit. Dazu der Autor Edward Radzinski. Beria sagte zu dem Leibwächter, mach keine Panik, du siehst doch, Stalin schläft, störe ihn nicht. Und uns sollt ihr bitte auch nicht stören. Dann fuhren die Leute aus dem Politbüro wieder weg. Es vergehen weitere 24 Stunden, bis Ärzte hinzugerufen werden. Sie diagnostizieren Gehirnblutungen. Keiner will ein Medikament verabreichen, aus Angst einen Fehler zu machen. Am 5. März verschlechtert sich der Zustand Stalins rapide. Alle Mitglieder des Politbüros stehen jetzt um das schmale Bett, warten auf den Tod. Schließlich um 21.50 Uhr, heute vor 60 Jahren, verstirbt Josef Vissarionowitsch Djugaschwili. Aufgebahrt wird er zuerst in einem gläsernen Sarg im Mausoleum am Roten Platz neben Lenin. 9 Monate nach seinem Tod wird dann Geheimdienstchef Beria verhaftet und hingerichtet. Aber erst 1956, auf dem 20. Parteitag, schildert Nikita Chruschtschow in einer Geheimrede ansatzweise dann die Verbrechen und Grausamkeiten der Stalinzeit. Die sogenannte Tauwetterperiode in der Sowjetunion beginnt. Doch erst 5 Jahre später, 1961, wird der Leichnam Stalins aus dem Mausoleum entfernt und an der Kremlmauer beigesetzt.